Da bin ich schon wieder und zwar mit einem Mini-Pop-Out, aber es ist mehr ein Craft-Update. Ja, die Sachen zeige ich euch im Anschluss nach dem Auspoppen. Und zwar habe ich hier noch eine kleine Kettenanhängerchen gemacht. Das war nicht beabsichtigt, dass der Glitter darunter, also das Flitterzeug darunter rutscht. Aber finde ich jetzt auch nicht wirklich schlimm. Irgendwie hat es was. Ja. So, dann. Das nächste. Ja, Es ist anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und es gefällt mir auch nicht wirklich. Vor allen Dingen, weil ich nicht berücksichtigt habe, dass das Bärchen zu voluminös ist für diese kleine Form. Nun gut. Ich mache da trotzdem ein Bändchen dran und hänge es mir irgendwo hin. Als Mahnmal. So, dann habe ich hier noch eins. Ja, da hat es gepasst. Und das finde ich auch ganz hübsch. Sieht aus, als ob da diese Schnecke wie so ein Bonbon verlaufen würde. Aber ich finde es ganz hübsch. So, dann dieses hier. Und der ist noch ein bisschen weich. Die sind schon hart, aber der ist noch ein bisschen weich. Auch das finde ich ganz hübsch geworden, aber ich glaube, da mache ich hier hinten noch was. Irgendwie ist das ein bisschen runtergegangen. Da mache ich auf jeden Fall noch was hier hinten drauf. Ja, ansonsten finde ich den schon sehr hübsch. So. Okay, ich hätte vielleicht ein bisschen noch warten sollen mit dem Auspoppen. Die sind noch ein bisschen weich. Aber das ist, wenn man immer zu ungeduldig ist, nicht wahr? Aber das kennt ihr ja auch alle. So ein bisschen, naja. Ja, abgesehen davon, dass es noch weich ist, finde ich, ist es eigentlich ganz hübsch. Ja, für den ersten Versuch wird es schon hinhauen, denke ich. So, jetzt versuche ich mal die hier rauszuholen. Na, jawohl, es hat geklappt. Und zwar, die werde ich noch lackieren, werden das Kerzenhalter. Kleine schmale Kerzchen. Für einen Geburtstag. Ja, hier war irgendwie meine Form ein bisschen verzogen. Ich habe versucht, das mit Klebeband zu richten, aber irgendwie wollte das nicht. Aber das Harz ist noch weich. Vielleicht lässt sich das ja noch ein bisschen biegen. Ist aber auch nicht wirklich schlimm, wie man sieht. Auch die werde ich lackieren. Und zu guter Letzt dann noch diese noch einmal. Ja. Und auch die wird hinterher lackiert. Jo, das war das Mini-Pop-Out. Und jetzt das Mini-Craft-Update. So, einmal dieser Bilderrahmen, den ich euch
im letzten Craft-Video gezeigt habe. Jetzt ist er fertig. Er ist hier begossen. Und dann habe ich hier nochmal, das habe ich gerade gemacht, kleine Strasssteinchen in die Ecken geklebt. Ich finde den jetzt recht hübsch. Wie ich den hinterher, ich möchte den gerne an die Wand hängen. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Aber ich vermute mal, mit einem Schnürchen werde ich das machen. So. Auch dieses Teilchen hier ist aus dem letzten Craft-Video. Da war dieses kleine hier noch einzeln. Da war ich ja so enttäuscht, weil die Oberfläche so geworden ist, weil ich die lackieren musste. Ja, und dann habe ich überlegt, das einfach da reinzulegen und ja, einfach nochmal zu übergießen. Und das ist ganz hübsch geworden, finde ich. Dann, und hier auf dem hier bin ich ganz besonders stolz, hätte ich nicht gedacht, das ist auch. Beide Teile sind aus dem letzten Craft-Video. Dieses hatte ich ja einzeln gegossen mit dem Bärchen und ich fand das ganz hübsch, aber ich war unzufrieden noch mit dem Hintergrund. Jetzt war das so schön flach und passte genau hier rein, dass ich gedacht habe, okay, das kannst du machen. Legst mir einfach da rein und übergießt das Ganze noch einmal und ich finde den richtig, richtig schön geworden. Ja, dann habe ich hier so ein Holzteilchen, so ein Embellishment oder wie die heißen, oder anderswo sagt man Streudeko dazu, habe ich da reingetan, begossen. Ja, und eigentlich hatte ich auch keine Bläschen, eigentlich. Die kamen hinterher, als ich zu Bett gegangen bin, leider. Und die befanden sich da, wo jetzt die kleinen Steinchen sitzen. Ja, aber ich wollte es nicht wegtun und ich finde ihn trotzdem ganz hübsch. Deswegen habe ich gedacht, okay, machst du da kleine Steinchen drauf. So, und dann habe ich noch dieses hier gezaubert und den finde ich auch ganz bezaubernd. Auf den bin ich so ein bisschen kleines bisschen stolz, bisschen kleines bisschen, aber ist ein Deutsch. Na super. Ich finde, der ist mir recht gut gelungen. Das ist einer von meinen selbstgegossenen Seepferdchen. Und auch diese Schneckenmuschel, da ne, ist davon. Das hier ist Deko-Kies. Dazwischen habe ich weißen Glitterkleber gegeben. Und auch die Pflanzen sind aus Glitterkleber gemacht. Genauso wie diese pinkfarbenen Farbtupfen hier oben. Jo, also ich mag das Teil. Ich weiß noch nicht, was wird, ob es ein Aufhänger wird oder Magnet. Wollen wir mal schauen. Apropos Magnet, das ist auch aus einer der letzten Videos. Da habe ich einfach einen großen Magneten hintergeklemmt, weil meine Tochter wollte den haben. Gesagt, sie hätte den gerne als Magneten. Ja, habe ich dann natürlich auch mal gemacht. So, und kommen wir schon zum Schluss. So. An diesem Kettchen, soll hinterher dieser Anhänger mit dran, wird er auch, dann ist dieses Kettchen auch fertig. Dann sind das auch die Anhänger aus dem letzten Video, da habe ich jetzt nur noch kleine Strasssteinchen aufgeklebt und das Anhängerchen fertig gemacht an die Kette und gut war. Ja, und das gleiche habe ich dann mit diesem Anhängerchen gemacht und ebenso mit diesem. Ja, und ich finde die recht hübsch geworden. Ja, und dann dürfen die auch heute zu ihren neuen Besitzern. Die sind nämlich schon versprochen. Das war's mit meinem Mini-Pop-Out und mit meinem Mini-Craft-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen und ein Däumchen rauf, ein netter Kommentar, wie auch immer. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video.
Tschüssi.